Also eins habe ich schon mal dieses Jahr in FIFA gelernt, nicht mehr ragen. Erst macht mein Verteidiger blanken Eigentor, dann macht der Gegner zwei Tore, ich liege 3-0 hinten. Früher wäre ich schon gequittet und dann Mbappé-Tor. Ja, hier Zidane-Tor und dann nochmal Zidane-Tor. Ja, hier, guck mal, aber dieses Türchen hier, war das das hier? Nee, warte. Oh, dieses andere gute Tor. Wo ist denn das jetzt hier? Da, schau mal. Schau mal, wie er den macht. Guck mal, komm. Nee, das war er nicht. Moin. Wo ist denn der Scheißtreffer jetzt? Ist das der hier? Der ist das. Schau mal hier. Bing. Schaut, wie er ihn macht. Hey. Dick. Mashallah. So. Da seht ihr McDonald's. Der Yarak McDonald's hier in Buxtehude. Absoluter Scheißladen, Digga. Und an der Stelle wollte ich nochmal sagen, ist doof gelaufen, McDonald's. Ihr habt mich angezeigt wegen Beleidigung. Und wer hätte es gedacht, Verfahren wurde eingestellt. Naja. Weil ihr mich scheiße behandelt habt, eure Mitarbeiterin mich behandelt hat wie ein Schwanz, bin ich ein bisschen sauer geworden und dann macht ihr direkt Anzeige. Puh. Gruß und Kuss geht natürlich raus an meinen Anwalt, Herr Dr. Klaus Lodigkeit, bester Anwalt. An der Stelle nochmal ein Gruß und Kuss. Bester Mann. Falls ihr mal irgendwas habt, natürlich unschuldig seid, das ist klar. Geht zu Dr. Klaus Lodigkeit. Bester Mann. Da prallen die Anzeigen an euch ab, als wenn ihr eine kugelsichere Weste anhabt. Und an McDonald's. Ich verspreche euch, ich werde nie wieder in meinem gesamten Leben zu euch fahren. Also nicht hier in Buxtehude, woanders schon. Wenn Burger King sowieso besser, davon mal ganz abgesehen. Aber ich werde nie wieder zu McDonald's Buxtehude gehen. Scheißladen. Also versteht mich nicht falsch. Ich möchte hier niemanden beleidigen. Für mich ist Fakt, dass ich da unkorrekt behandelt worden bin und die Anzeige, die ich da bekommen habe. Warum will ich drüber reden? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Anzeigen und wie viel Kopfschmerzerei immer bei mir im Hintergrund am Laufen sind. Und da geht auf jeden Fall ein ganz spezieller Gruß raus an meinen Anwalt, an Dr. Klaus Lodigkeit und an meine Geschäftspartner Arno und Dennis, die im Hintergrund die Dinge an mir abprallen lassen, als hätte ich eine kugelsichere Weste an. Mhm.